Auch heute ist die Devise Abenteuer angesagt. Heute stelle ich euch den kleinsten in der teilintegrierten Familie der Adventure Edition vor, von Sunlight. Und zwar ist es der Sunlight T58 Adventure Edition mit sage und schreibe 5,95 Meter Länge. Viel Spaß beim Video. Kurz vorab, sagt uns bitte unbedingt, was ihr verbessern würdet an dem T58 Adventure Edition. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, lasst uns ein Abo da. Vergesst auch bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Die technischen Daten findet ihr in der Beschreibung, ansonsten auch bei uns auf der Homepage. Was sofort auffällt an diesem Fahrzeug ist, er hat ebenso wie beim Kastenwagen ein schwarzes Führerhaus, Original Fiat, mit der schwarzen Mattenbeklebung Adventure Edition und dem Grundriss T58 mit der schwarzen Palme. Sowie das weiße Dach obendrauf mit dem Fenster in der T-Haube, das wir dann von innen auch nochmal genauer anschauen. Was für den T58 Adventure Edition vor allem schon steht, ist, sie haben sehr viel Sonderausstattung in der Serie. Dazu gehört unter anderem auch nochmal das LED-Tagfahrlicht sowie Navi, Radio, Rückfahrkamera mit Doppellinse für Nah- und Fernsicht. Dieses Navigationssystem ist ein Wohnmobil-Navigationssystem, gehen wir aber später nochmal genauer drauf ein. Auch hier die Alufelgen serienmäßig. Was sie halt wirklich mit dem Fahrzeug geschaffen haben, ist nochmal ein riesen Design-Highlight. Und zwar haben wir hier die Wände in Titan-Silber, so nennt sich das, mit dem Verlauf mit der schwarzmatten Beklebung. Auch die Rahmenfenster sind serienmäßig von der Adventure Edition bei den Teilintegrierten und den Integrierten. Hier kommen wir jetzt zum Wassereinfüllstutzen, der Gaskasten. Ist auch, sage ich mal, auf einer annehmbaren Höhe. Dann haben wir hier den Auslass für die Heizung und bei dem Grundriss alleine nur eine Garagenklappe. In erster Linie denkt ihr euch vielleicht, das ist ein Nachteil. Ich werde euch aber von innen eines Besseren belehren. Jetzt zeige ich euch erstmal die Garage von außen. Auch hier, sage ich mal, für alles nötigste Platz. Auch hier den Anti-Rutschboden dazu ösen. Sag mal, Tische und Stühle bekommt man da schon rein. Noch ein Designmerkmal der Adventure Edition. Der schwarze Fahrradträger. Sowie auch die schwarze Markise. Wenn wir uns jetzt diese Seitenwand anschauen, sieht es etwas, sag ich mal, leer aus. Warum? Mir fehlt hier ja quasi die zweite Garagenklappe. Ist aber nicht weiter tragisch. Wir haben nämlich hier die Toilettenkassette. Hängt aber damit zusammen, weil wir in diesem Grundriss ein Heckbad haben. Sogar ein sehr geräumiges. Kommt mal mit rein, ich zeig's euch. Vorhin ja schon gesagt, es ist ein Fiat-Chassis. Und genauso serienmäßig bei dem Adventure Edition dabei, das Multimedia-Paket bestehend aus Navi, Radio und Rückfahrkamera. Um es nochmal etwas genauer zu sagen, wir sprechen von einem Wohnmobil-Navigationssystem, wo Sie die Fahrzeugpräferenzen eintragen können, mit allen Sunlight-Händlern bereits eingespeichert als POIs. Wir haben ein DAB Plus Radio dabei mit einer Freisprecheinrichtung und eine Doppellinsen-Rückfahrkamera für Nah- und Fernsicht. Das bauen wir immer im Nachgang mit ein.
Das wird immer zu jedem Fahrzeug dazu geliefert, passend zur Charge. Ich muss mich hier ehrlich gesagt schon ein bisschen zusammennehmen, weil wir haben hier wirklich wunderschöne Polster. Es ist eine Mischung aus Kunstleder und Mikrofaser. Ich muss sagen, die sind so bequem, ich will gar nicht aufstehen. Das ist echt ein tolles Design-Highlight. Eigentlich ist das im Grunde genommen ein Zwei-Personen-Fahrzeug, aber auch hier hat Sunlight, sage ich mal, zumindest für ein Kind, die Möglichkeit, noch eine Matratze ins Fahrhaus zu legen. Die ist, glaube ich, 1,60 lang. Dann könnte auch noch ein Kind mitfahren und drin schlafen. Die Matratze soll wohl auch sehr gut sein und sehr gut ankommen bei den Kindern. Die wollen ja meistens immer da schlafen, wo das Lenkrad ist. In dem Fall könnt ihr uns gerne natürlich nochmal ansprechen, dann können wir sie dementsprechend nochmal genauer beraten. Ja, das Fahrzeug, habe es ja vorhin schon gesagt, hat eine Länge von 5,95 Meter. Ihr habt jetzt die kleine Garage gesehen, habt jetzt gedacht, wo haben wir denn den ganzen Stauraum hin? Wir haben in dem Fahrzeug, ehrlich gesagt, eine teuflische Zuladung. Wir sprechen von 666 Kilo Zuladung. Aber wo packen wir die hin? Das zeige ich euch jetzt mal. Wir haben in dem Fahrzeug wirklich immens viele Stauräume. Das sind natürlich nicht nur die Klappen, sondern wir haben dann hier nochmal einen kleinen Schrank, wo ich noch Sachen reinräumen kann. Das Tolle an diesem Schrank ist, der ist ja nur halb hoch und dadurch habe ich von vorne bis hinten eine freie Blickachse, was halt sehr viel hilft in dem Fahrzeug. Und warte, wir tauschen einfach mal. Ja, genau. Und dann haben wir hier nochmal, ihr seht es, einen riesen Kleiderschrank. Diese sind ja eigentlich wirklich, naja, sagen wir mal, fast am Aussterben in den Reisemobilen. Klar, in dem Fahrzeug könnt man quasi ohne diesen Kleiderschrank gar nicht. Ne? Denkt ihr zumindest. Jetzt zeige ich euch das absolute Highlight in dem Fahrzeug. Und zwar habt ihr hier ja das große französische Bett, was auch wirklich okay ist. Ihr habt unter dem französischen Bett hier nochmal Stauraum. Und ihr könnt auch hier von innen an die Garage rankommen. Das heißt, alles, was ihr von außen einladet, könnt ihr natürlich hier entnehmen und benutzen. Das heißt, selbst wenn ihr beispielsweise ein Stauraumkistensystem habt, sollte wunderbar funktionieren. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, falls notwendig, den Tisch nochmal zu verlängern mit so einem Spezialholz, was hier auch mit Klettverschluss angebracht ist, dass es nicht durch die Gegend fliegt. Ich habe es ja vorhin schon mal auch erwähnt, ihr habt in diesem Fahrzeug das All-in-One-Paket serienmäßig, All-in-One-Paket, nochmal Markise, Fahrradträger-Sat-Anlage. In dem Fall haben wir den TV-Halter für den TV hier versteckt. Hat so ein bisschen was von Wohnzimmer-Feeling. Und hier kann ich auch den TV rausholen. Kann dann von vorne schauen, wenn ich möchte. Wenn ich aber vom Bett schauen will, schwenke ich ihn einfach einmal rum. Ziehe noch ein bisschen rein und dann kann ich auch hinten im Bett schauen. Somit alles abgedeckt. Ich habe in der Sitzgruppe auch Sunlight typisch nochmal USB-Ladestecker. Und hier was ganz, ganz Tolles, was Sunlight schon letztes Jahr hatte auch, einen Rost aus Gusseisen, den ich in einem rausnehmen kann und reinigen kann. Sehr benutzerfreundlich. Und genauso wie hier den Spritzschutz, habe ich hier vier Schrauben, wo ich ihn quasi einfach abschrauben kann, abnehmen kann und von außen auch besser reinigen kann. Und dann kann ich auch mal hinten reinigen, wenn irgendwas ist. Ihr habt auch hier Isofix. Und hier kommen wir zu der stellenweise Bedieneinheit. Und zwar haben wir hier die Bedieneinheit für die Heizung. Sowie nochmal eine 230 Volt Steckdose und den Lichtschalter für die Ambientebeleuchtung. In der Küche noch, klar, ganz normalen Besteckkasten. Und unten drunter nochmal ein zusätzlicher Schrank, wo ich Sachen verstauen kann. Ja, ich habe euch vorhin noch was zu dem Heckbad gesagt, was sehr geräumig ist. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Und zwar ist es hier in dieser Tür super gut versteckt. Machen wir mal auf, mal reinfilmen.
Und zwar habe ich hier, sage ich mal, ein schwenkbares Waschbecken und eine riesen Banktoilette, wo ich wirklich, sage ich mal, vom Platz her mehr Beinfreiheit kann man eigentlich gar nicht haben. Also entspannter kann ich nicht sitzen. So wie jetzt auch duschen in dem Fall. In dem Fahrzeug ist das tatsächlich möglich. Also habt ihr hier einmal die Möglichkeit, den Raum zu trennen, und hier einmal die Möglichkeit, den Raum zu trennen. In der Dusche drin habt ihr auch die Möglichkeit, noch eure Duschutensilien nochmal separat zu lagern. In einem Kunststoffschrank, wo auch, sage ich mal, alles leicht wegzuwischen ist. Im Grunde genommen ist hier das Fazit wirklich, von außen sieht er wirklich ganz, ganz klein aus, aber von innen sieht er wirklich richtig groß aus. Ich habe ein super tolles Raumgefühl in dem Fahrzeug. Ich fühle mich absolut nicht eingeengt. Ich glaube auch zu zweit oder zu dritt nicht. Da ist denen wirklich hiermit ein tolles Schmuckstück gelungen. Und was ich nochmal hervorheben muss, sehr schön, dass sie es auch dieses Jahr als Adventure Edition gebracht haben. Zudem eine ganz, ganz tolle Sache in dem Fahrzeug: er hat keine Stolperkanten, sondern einen durchgängigen Boden von vorne bis hinten. So, das war's mit dem Sunlight T58 Adventure Edition. Lasst mich bitte wissen, ob euch das Fahrzeug gefallen hat. Denkt bitte dran, wenn ihr nichts verpassen wollt, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.